Hallo und willkommen zurück zu The Evil Within 2 und wir gehen direkt mal hier rein. Okay, ziehen wir es durch, bevor ich kalte Füße kriege. Das sagt er jetzt. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der so ganz kuscher ist, der Typ. Gerade weil er so schnell abhauen will. Experimentalflügel, da bin ich jetzt mal gespannt. Aber es ist ja eigentlich auch nur ein... Achso, wir sind ja auch alle Gegner besiegen. Vielleicht können wir die ja hinterrücks wegsnacken. Mal gucken. Die nehme ich auch mit. Er hat uns ja das letzte Mal auch schon geholfen. Bei so einem ähnlichen Ding. Komisch, dass der Gang länger wird, wenn ich krieche, ne? In die Hocke gehe. Wir haben ja prima Waffen. Achso, apropos prima Waffen. Da würde ich einfach mal das so nehmen und hier mal nachladen. Und hier vielleicht auch nachladen, habe ich schon. Ich nehme trotzdem wieder die. Einfach weil sie leise ist. Sieht verlassen aus. Hm. Unheimlich. Einfach alles töten, was sich bewegt und den Strom wieder einschalten. Sollten wir hinkriegen, oder? Aber ich meine, hier liegen drei tote Möbius-Soldaten. Wird vielleicht doch schwieriger, als wir uns das vorstellen. Oder es wird ganz einfach. Leg dich wieder hin. Ja, gut, dass der jetzt auch noch aufstehen musste. Das ist ein bisschen eklig. Ah, da höre ich schon wieder irgendwas. Ich gehe aber nicht hier lang. Das fand ich bei Batman Arkham Asylum ziemlich doof, dass Batman, der ja eigentlich immer irgendwie in die Räume gekommen ist, einfach durch die Vordertür reingeht. Den kriegt man da auf jeden Fall weg. Es ist die Frage, mal auf dem Hinweg schon alles töten müssen. Oder auf dem... Verdammt, wir wurden gesehen. Von ihm hier. Ah, ich hätte F drücken müssen. Okay. Aber sie haben ja geschrieben, nicht von vorne. Oder am besten nicht von vorne. War zwar von der Seite, aber er hat uns ja schon so ein bisschen gesehen. Wir müssen da lang. Ich komme ja auch gar nicht durch, also ist das schon mal egal. Die Axt habe ich ja auch immer noch. Ach so. Hier vielleicht.
Hier, hier. Beim Stromkasten. Macht Sinn. Wo können wir den Ständer machen? Den und den. Achso, weil es zu viel sind. Die Schüsse herkam. Aber sie hat mich jetzt hier beim Umfallen mit ihrem blöden Arm noch ganz schön erschreckt. Blöde Kuh, ey. Kann sie nicht machen. Tja, keine Ahnung, wo die jetzt schon wieder herkam, weil da, wo wir herkamen, gab es eigentlich keine mehr. Mal hier durch. Obwohl das eigentlich nicht der Weg zurück ist. Hä? Das wär's dann. Ich funke Sykes an. Danke, Mann. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Sicher, dass das funktioniert? Nein. Aber hier drin zu bleiben, bringt mich auch nicht weiter. Mittlerweile ist alles ein Versuch wert. Okay, alles vorbereitet. Wenn Sie Lilly herbringen, ist genau hier ein Timer. Drehen Sie ihn um 90 Grad und drücken Sie danach diese Taste. Sie haben dann 60 Sekunden, um in die Wanne zu steigen. Sie müssten beide zusammen reinpassen. Ich weiß nicht, Sykes. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hey Mann, ich weiß, was ich tue, okay? Vielleicht sollten Sie noch warten. Helfen Sie mir, Lilly zu finden. Dann können wir einen anderen Weg finden. Ich verstehe Sie, Mann. Ganz ehrlich. Aber das Beste, was ich tun kann, ist, diese Wanne in Betrieb zu nehmen. Okay. Wenn Sie meinen... Wünschen Sie mir Glück. Viel Glück. Danke, Mann. Ich habe Ihnen was für Ihre Hilfe dagelassen. Dort, wohin ich gehe, brauche ich das nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Tja, das ist einfach verdampft. Hat sich aus dem Staub gemacht, sozusagen. Er ist weg. Ob es funktioniert hat? Der letzte Schritt abgeschlossen. Jo, werd mal sehen, wenn wir hier auch raus wollen. Er wollte ja dann irgendwie seinen Chip noch deaktivieren oder so. Haben wir das voll? Wir haben doch da ordentlich rumgeballert mit. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Der neue Schrot? Oder eine Flinte. Doppelläufige Schrotflinte. Doppelte Läufe, doppelte Schrotmenge, doppelter Schaden. Sie besitzt ein geringes Gewicht und ist robust, muss aber häufig nachgeladen werden. Verbesserung der Magazinkapazität gilt nicht für diese Waffe. Hallo, hier bin ich nochmal ganz kurz. Und zwar ganz kurze Info. Es gab leider ein kleines Problem mit der Tonspur bei den nächsten Folgen, also bei allen bis zum Schluss. Und deswegen werde ich versuchen, das zwischendurch immer mal nach zu synchronisieren. Ist aber halt nicht komplett, also immer nur so Teilabschnitte. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Video.
Ja, wir haben halt jetzt und die Schrotflinte gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier getrieben haben. Wahrscheinlich die doppelläufige ausgerüstet. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich die dann auch tatsächlich benutzt habe oder nicht. Der Sykes ist ja abgehauen. Oh, ich bin ein bisschen zu laut hier irgendwie. Hat sich einfach so aus dem Staub gemacht. Ja, halt immer schön die Türen aufkicken, damit das auch gar jeder mitkriegt. Aber es geht halt schneller so, ne? So, jetzt können wir auch eigentlich wieder zurück, wenn ich das mal hier irgendwie richtig hinkriege, an den Computer zu gehen. Jetzt ist wieder ein Instinkt gehackt. Ja, ist halt schade, ne? Weil ich hatte es alles so schön aufgenommen, war auch fertig. Und dann wollte ich das schneiden. Und hab dann mittendrin, also jetzt hier nach der Szene mit der Schrotflinte, hab ich dann ganz laut meine Tastatur, die Maus gehört. Und als ich dann angefangen habe zu sprechen, hat es halt so hart gerauscht, da konnte ich auch nichts mehr nachbearbeiten. Also es war komplett übersteuert. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und es ist halt nicht immer. Ich meine, ich hatte auch die zwei Folgen vorher schon immer Probleme. Ah, hier wird nochmal kurz gespeichert. Weil irgendwie der Ton versetzt war. Ich musste die Aufnahme teilweise, also die Autospur teilweise 5, 6, 7 Mal trennen und wieder um ein paar Sekunden richten. Das hat sonst eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, warum hier nicht. Er hat es auch ganz komisch aufgenommen. Das Video hat auf einmal 5 Tonspuren gehabt statt einer. Und in einem. Ach, weil ich irgendwas umgestellt habe am Aufnahmeformat. Aber wie gesagt, war ganz komisch. So. Irgendwas ist mit meiner Stimme seit gestern. Wir müssen zum Geschäftsführer. Ah ne, zur Festung wollen wir. Da drüben steht einer, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, der war ja das letzte Mal schon ein bisschen schwierig. Weiß jetzt gar nicht, ob der uns bemerkt hat. Er wird uns leiden. Es sah so fast ein bisschen aus, ne? Der stand die ganze Zeit so dumm da. Und jetzt auf einmal läuft er los. Und zündet den. Hat er sich selbst in die Luft gejagt? Ja, ja, gut. Ja, das ist schade. Ist ja aber dumm für ihn eigentlich. Der könnte ja das ganze Benzin aus den Autos raussaugen. Und praktisch für sich selbst nutzen. Aber er hat ja anscheinend auch unendlich Munition. Und die Statue, die habe ich natürlich nicht gesehen. Also ich bin mir jetzt sicher. Du folgst deinem Ruf nicht! Ist halt jetzt nicht ganz die feine Englische, ne? Den da stehen zu lassen, trotzdem praktisch. Ich krieg's halt trotzdem nicht hin. Da bin ich ja fast tot. Ich bin der. Ja, chill mal. Was die aber auch alles aushalten. Ich habe mich beim letzten Mal schon gefragt, als wir den das erste Mal, glaube ich, also so einen getroffen haben, ob wenn man auf den was macht er denn? Was machen beide denn? Also ich und er auf den Tank schießt. Ob das dann eher zur Explosion führt und den Gegner praktisch früher tötet,
als wenn man das so macht, wie ich es jetzt die ganze Zeit mache. Ich verstehe gar nicht, warum ich heute so laut bin jetzt auf einmal. Die Hände aber auch noch viel aus. Fühle ich das, glaube ich, auch gleich. Ja, schon leicht eklig. Na, was wird da? Ja, genau. Er ist dort weg. Jetzt ist die Frage, wohin ist. Ob er tot ist? Oder wird gedacht, ach, kein Bock mehr auf den. Ah, ich hab's doch gesehen. Sehr schön. Da ist er wieder. Ich würde ja sagen, einfach auf den Tank schießen. Aber das wollte ich anscheinend nicht riskieren. Na, nimm's doch. Hat aber auch was an sich, das zu kommentieren und das nicht zu spielen. Ist auf jeden Fall einfacher als zu spielen und zu kommentieren. Ah, Tasche verbessert für SG-Munition. Habe ich das überhaupt? Ich glaube, das habe ich gar nicht so viel benutzt. Auf jeden Fall fehlen uns doch ganz schön viele Sachen noch, die man hätte einsammeln können. Hat er uns gesehen? Ah, jetzt rennen wir auch noch lautstark weg. Ist das der gleiche, derselbe, der jetzt hier links war? Wäre ja scheiße. Wenn die ihre Routen verlassen, ey. Das können ja gar nicht leiden. Oder ist der uns hinterher oder was? Gibt's ja wohl nicht. Tja. Zündel direkt mal. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Bereiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen dann nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Direkt um den Finger. Spricht mit Hoffmann, um die Reise zu Theodors Festung zu starten. Ja, vorher genau nochmal alles einsammeln. Ach hier, Hoffmanns Tagebuch. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist schwer zu entziffern, aber mit Mühe gelingt es mir, dir, den letzten Eintrag zu lesen. Liams Transformation war schrecklich und faszinierend zugleich. Sie ging weit über neurolinguistische Programmierung hinaus. Theodors Worte haben Liam nicht nur beeinflusst, sondern auch körperlich transformiert. Kein Wunder, dass Theodore die Kontrolle über den Stem haben möchte. Er hat sein bereits großes Talent zur Beeinflussung noch weiter verstärkt. Die Dinge, die er hier tun könnte. Sebastians Persönlichkeit ist nicht so schwach wie Liams, aber er leidet nach wie vor unter einem nicht gelösten Trauma. Theodore wird ohne Zweifel seine neuen Fähigkeiten nutzen, um Sebastian zu brechen. Ich hoffe nur, dass er stark genug dafür ist. Hallo? Ich habe voll schnell vorgelesen. Assi. Assi Octorave in der Vergangenheit, ey. Erstmal noch.
Mysteriöser Becher. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst das aber nicht genau sagen, wann und wo. Hallo? Auf keinen Fall hast du das so schnell gelesen. Ich habe mir das Symbol jetzt gar nicht genau angeguckt. Ich glaube, es war Prey. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Ich habe es nicht genau erkannt und ich kann es halt auch nicht genau sagen, weil Prey habe ich nicht so viel gespielt. Okay, warum bin ich zu der Wand? Weiß keiner. Habe ich hier irgendwas gehört? Weil ich höre ja nichts gerade. Warum ich da so lang geschlichen bin? Seltsam. Na ja, gut, hier gibt es anscheinend nicht mal viel, deswegen würde ich sagen, starten wir mal, dass wir zu Theodor gehen. 21.000 grünes Öl. Und gehen wir erstmal noch in die Schinke. Bin aber auch unentschlossen manchmal. Was mache ich denn? Also manchmal, da frage ich mich. Ah, Pistolenmuni ist ein bisschen niedrig. Die könntest du mal noch. Ah, wir haben Flammenwerfer gebaut. Dieser seltsamen Waffe kann schnell ein Bereich in Flammen gehüllt werden. Die Waffe ist schwer und schwenkt die Bewegungsfähigkeit ein. Sofort für einen Flammenwerfer geladen. Ja, jetzt, das lässt jetzt auf einmal die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier quassel oder nachdenke. Oder ich habe so langsam gelesen. Pistolenmunition musst du auffüllen, Mann. Und PG-Munition. Okay. Er war sogar drauf. Ich weiß gar nicht, findet man in dem ganzen Spiel genug Teile, um alle Waffen komplett auszubauen? Oder reicht es für eine Waffe, die komplett zu bauen? Ich weiß ja nicht, warum mache ich denn das Scharfschützengewehr? Präzisionsgewehr. Da wäre doch eigentlich die MG ganz rechts besser. Oder die Pistole, mit denen renne ich am meisten rum. Achso, mache ich gerade. Die Armbrust habe ich tatsächlich gar nicht so häufig benutzt. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, gerade wenn man sie auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Dass man die da ein bisschen besser ausbaut und vielleicht auch ein bisschen sinnvoller benutzt. Denke ich. Mio. Gehen wir nochmal auf den Stuhl. Detective Castellanos, schön Sie wiederzusehen. Ja, schön dich wiederzusehen. Oder Sie, sorry. Plaudern ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Hier wird nicht gelungert. Wir bereiten uns vor. Ganz schön frech von der. Ja, das ist schon ganz schön teuer, das Ganze, ne? Das wäre eigentlich nicht schlecht. Will er nicht. Ich weiß gar nicht, wackeln wir so viel rum? Also wenn, dann wackel ich selber ja rum. Oder die Gegner, aber der Sebastian wackelt ja gar nicht so viel beim Ziehen rum. Was überlege ich denn hier so lange? So furchtbar. So furchtbar. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, wir schleichen gar nicht mehr so viel. Wobei, ich weiß es nicht mehr genau. Ich würde ein bisschen mehr auf Kampf gehen. Kampf und Gesundheit. Okay, Gesundheit macht er halt gerade, aber. Lol, da ist es schon fast leer. Was zur Hölle? Müsste man eigentlich nochmal ganz in Ruhe spielen und wirklich alles einsammeln? Um dann eventuell alles voll zu bekommen, das weiß ich nicht. Ah nee, man kann ja auch, glaube ich, ein neues Spiel Plus anfangen, ne? Wenn man es einmal durch hat. Und dann kriegt man sich vielleicht voll. Oder man trinkt einfach einen Kasten Bier und dann ist man auch voll. Ja, das hätt's auch. Naja, ist egal. Yeah, ne, Rauchbolzen? Ja, Rauchbolzen.
Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, so viel grüne Suppe. Nein, da war noch eine Tür, da sind wir, glaube ich, nie rein. Weiß ich nicht. Erstmal noch ein paar Dias mit Kidman. Oder eins. Bist du da, Kidman? Für dich? Immer doch. Der Stem. Jetzt hat er schon zweimal versagt. Eine Maschine, die einen in die Köpfe anderer Menschen bringt? Wer hat entschieden, sowas zu bauen? Ich will nicht wissen, was in den Köpfen anderer vorgeht. Das habe ich letztes Mal gelernt. Ruvik hatte seine eigenen wirren Gründe. Aber Mobius sah Potenzial in der Technologie. Das Potenzial, alle zu versklaven, meinst du? Besser Mobius als irgendein Irrer. Da bin ich mir nicht so sicher. Erzähl mir nicht, du glaubst diesen vereinte Menschheit-Quatsch. Wer weiß, was Ruvik getan hätte, wenn du ihn nicht aufgehalten hättest. Ob Ruvik oder Mobius, keiner sollte diese Technologie besitzen. Sie ist zu mächtig. Und Macht wird zu oft missbraucht.